Heute gibt's mal wieder ein kleines Update zu meinem Studio. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, wo ich meine Videos drehe und wie ich meine Materialien sortiere. Ich hatte zwar vor ein paar Monaten schon mal eine Roomtour gemacht, aber seitdem hat sich schon wieder einiges geändert. Aber falls du meine erste Roomtour noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir die hier nochmal. Da zeige ich euch auch mein Sortiersystem im Detail. Draußen, das habt ihr ja gerade gesehen, kam eine neue kleine Werkbank dazu. Im vorderen Raum hängen aktuell alle meine Online-Malkursbilder an der Wand. Da bekommt man doch gleich viel bessere Laune beim Arbeiten. Meinen Schreibtisch habe ich aktuell in einen zusätzlichen Basteltisch umfunktioniert und daher mit einer Tischdecke abgedeckt. Ich habe auch wieder einige neue Materialien bestellt, die ich jetzt mit euch auspacken und an die richtigen Orte verräumen werde. Zum Beispiel habe ich für meine Lasergraviermaschine neues Holz gebraucht. Das wird dann direkt in meinen Schubladenrollcontainer unten drunter verräumt. Dort befinden sich, wenn wir auch mal in die anderen Schubladen schauen, alle Materialien, die ich für diese Maschine brauche. So, dann kam auch eine neue Bestellung von regals.de an. Dort ist eine Werkbank für draußen, ein Schnitzmesser und weitere Schnitzwerkzeuge drin. Da werde ich euch in den kommenden Wochen auch ein neues Projekt zeigen. Sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Ich denke, das ist perfekt, um mein neues Projekt umzusetzen. Jetzt zeige ich euch aber noch meinen neuen Arbeitstisch für draußen. Ich wollte nämlich unbedingt eine zusätzliche Arbeitsfläche draußen vor meinem Studio und da eignet sich die wirklich perfekt. Früher habe ich immer am Boden gearbeitet. Die Craftmaker ProStation S30 lässt sich wirklich sehr leicht aufbauen und hat höhenverstellbare, stabile Beine. Also man kann sie ganz leicht bis auf 90 cm hochstellen. Übrigens hat der Tisch eine stabile MDF-Arbeitsplatte mit clever platzierten Löchern für Anschläge und Klammern. Es war auch einiges an Zubehör mit dabei, das finde ich sehr cool, und zwar 2 Zwingen, 4 Anschläge, 3 Ablagefächer, 2 Haken und 2 Verbindungen. Mit den kleinen Kunststoffverbindungen kann man übrigens auch ganz leicht mehrere Craftmaker-Tische miteinander verbinden. So hätte man noch eine größere und vor allem eine stabilere Arbeitsfläche. Falls du auch noch nach einer tollen Werkbank suchst, findest du diese hier auf regals.de. Den Link dazu habe ich dir auch in die Infobox gestellt. Ich habe dann übrigens noch eine Grillabdeckung gekauft, um die Werkbank zu schützen, denn die soll jetzt hier dauerhaft draußen stehen. Als nächstes habe ich mal wieder meine Pinsel sortiert, das war echt mal wieder richtig nötig. Ein paar davon waren auch kaputt, die habe ich dann direkt aussortiert. Diese Pinselhalterung ist übrigens super praktisch, kann ich euch nur empfehlen. Ich schaue mal, ob ich den Link dazu auch noch finden kann, ob es die überhaupt noch gibt, denn ich habe die schon ziemlich lange. Aber wenn ich sie finde, dann verlinke ich sie euch auch noch in der Infobox. Hier befinden wir uns jetzt übrigens gerade im hinteren Raum auf meiner Werkbank. Die Arbeitsfläche kommt euch ja bestimmt aus meinen Videos bekannt vor, denn hier entstehen auch die meisten Videos. Den Raum zeige ich euch dann gleich noch. So, jetzt ist wieder alles ordentlich und alles an seinem Platz. Im letzten Monat habe ich ja auch eine neue Kreativtechnik für mich entdeckt, und zwar das Stempeln. Da haben sich auch einige neue Materialien angesammelt. Die lagen bisher nur rum. Aber jetzt habe ich dafür Platz in dieser Schublade gemacht. Da kommen dann die Stempelfarben und das ganze Zubehör dafür rein. Ich habe auch so eine neue Stempelplattform, die werde ich in den nächsten Wochen auch auf jeden Fall mal testen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Dazu wird es dann natürlich auch ein Video für euch geben. Was sich natürlich bei mir auch sehr, sehr viel ansammelt, sind super viele gemalte Bilder. Manchmal weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, wohin damit. Daher habe ich mir eine Box gesucht und dort sammle ich jetzt all diese Bilder. Und vielleicht starte ich ja mal wieder eine Aktion, wo ich euch diese Bilder zu euren Malset-Bestellungen dazu schenke. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch darüber freuen würdet. Ein paar neue Brushpens sind bei mir natürlich auch eingezogen. Dieses Mal welche mit Glitzer, die kommen natürlich auch einfach zu den anderen Stiften dazu. In diese kleine Kiste kommt mein Garn und das ist zum Beispiel zum Armbänderknüpfen ganz gut geeignet. Vielleicht habt ihr ja meine neue Arbeitsplatte auch schon in meinen Videos gesehen, die ist magnetisch, also auch super praktisch für zum Beispiel Handletterings. In diese kleinen Kästchen sortiere ich jetzt noch ein paar Produkte ein. Ich habe übrigens mal gegoogelt, wie diese Teile eigentlich heißen. Anscheinend Sichtlagerkasten. Finde ich irgendwie einen doofen Namen. Wie hättet ihr die Kästchen bezeichnet? Naja, aber egal wie sie heißen, praktisch sind sie auf jeden Fall. Ich filme ja oft stundenlang und es gibt nichts Nervigeres, wenn der Akku leer ist und ich nicht weiter filmen kann, weil die Steckdose zu weit weg ist. Deswegen habe ich mir jetzt endlich mal ein 3-Meter-Kabel zugelegt, damit ich dieses Problem hoffentlich nie wieder habe. An meiner Lochwand habe ich jetzt noch ein bisschen Platz, um meine Stencils und Stempel aufzuhängen, und dann zeige ich euch gleich einen Überblick über diesen Raum. Rechts und links von der Lochwand habe ich nämlich ganz viele kleine Sortierboxen. Da gehe ich jetzt in diesem Video nicht näher drauf ein, wie gesagt, dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Dort zeige ich auch, was sich alles in den Boxen befindet. Das Schöne ist, so muss ich nie lange nach den Bastelmaterialien suchen, sondern habe immer direkt alles griffbereit. Meine Werkbank versuche ich immer möglichst frei und aufgeräumt zu halten, damit ich Platz zum Kreativsein und zum Filmen habe. Auf der anderen Seite des Raums habe ich dann mein kleines Lager, dort lagere ich zum Beispiel die Color Your Life Malsets, die ihr bei mir im Shop kaufen könnt. Die Wand war mir noch etwas zu weiß, deswegen habe ich mich dazu entschieden, meine kleinen Acrylbilder dort aufzuhängen. Ich hoffe, euch hat mein kleines Roomtour-Update gefallen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und bleibt kreativ.